Achtung, das nun folgende Video könnte sehr brutal und krank sein und der Kommentator etwas schreckhaft, aber mal ehrlich, Horror Games können schon verdammt brutal zu einem sein. PS, trotzdem viel Spaß. Servus, liebe Leute, und willkommen bei einer Sonderfolge. Was heißt Sonderfolge? Mir wurde ein Kommentar gegeben, ich soll mal im Dunkeln zocken. Ich habe jetzt bis auf meine Lichterkette links und so ein ganz kleines Lampenlicht rechts neben mir den Raum komplett abgedunkelt. Wir haben jetzt 12 Uhr am Mittag. Und ich sag mal, ihr habt die letzte Folge Kummer Montreal hoffentlich gesehen und es geht jetzt richtig zur Sache. Here we go. So, es geht jetzt weiter bei der Stelle, wo wir vor der wegrennen mussten. Ich bin schon total nervös. Oh fuck, 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 oh fuck. Alter, die ist hinter dir. Lauf! Nein, ich kann dich nicht sehen, das ist gut, ich höre dich. Fuck. Oh, Metal, warum muss Metal kommen? Kann ich mal Freundliches kommen, irgendeine Blumenmusik? Nein, muss Metal. Jetzt renn! Die beißt ja gleich in den Arsch. Oh fuck, holy shit, scheiße, mein anderer Impuls. Oh fuck, wir sind raus. Oh fuck. Tja, was machst du jetzt? Not all ghosts are dangerous like her. But it is better not to nicht alle Geister sind gefährlich wie sie. Aber es ist besser, nicht länger mit ihnen zu interagieren. Das ist richtig. Their lives are full of grief and hunger for light. But among them, there are harmless and even good ghosts. Harmlos hier. Good ghosts are strong souls. They say that they will be taken to heaven. Na genau, ruh dich erstmal aus. Der Hund sieht nicht freundlich aus. Wir sind wieder über Leichen, die springen uns gleich an, das kennen wir ja schon. Oh, hier wurden Köpfe drin gelagert, das ist dezent ekelhaft. Leute, wofür gibt's Motorsägen? Ich brauche keine Handsäge. Der Hund. Ach, da war nur eine Mülltonne, da schrecke ich mich schon vor Mülltonnen, das ist neu. Was ist das denn? What is this for? Der Rev, right? Das ist wirklich ein shit fucking damn high thing. Solange jetzt kein Geist kommt, ist mir die Latte wie Hose. Wir können aber nicht vorsichtig genug sein. Ich erschrecke mich hier gerade, ohne irgendwas ist. Der kann nur rennen, wenn was los ist. So, ich gehe jetzt erstmal hier gucken, ob was ist. Hallo? Kannst da nicht durch? Nein. Ist doch besser so. Enge Räume sollte ich meiden. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich bin angespannt wie ein Gott. Sind das Ofen, wo die ihr Kuchen drin backen? Oder ich will es so genau gar nicht wissen, was darin gebacken wird. Könnt ihr auch sein, dass die vielleicht da reinscheißen und das braten. Wäre zwar nicht so ekelhaft wie die Leichenteile, aber wäre auch schon krank. So, und dass der Raum dunkel ist, macht die Sache nicht gerade besser. Um Längen nicht. Mhm. Gut, das ist so, das ist sicher. Was ist nun los? The world of the dead did not come to be like this quickly, but has been like this for many thousands of years. It has never been worse than it is now. Orderliness disappeared when the angels left. After them, Mortarium was watched by their followers. But they also couldn't stay long. They gave up when a worldwide flood struck the earth. Earthly events created this chaos. Ich verstehe jetzt eins nicht. For some time,
Bin ich tot oder bin ich am Leben? Weil ich kann sterben, aber der fliegt jetzt gerade über die ganzen Sachen. After a short time, unknown men who called themselves the Immortal arrived in this world. They enslaved the survivors, and the mortuary became a colony. Oh, ich bin so angespannt. They continued the work of the angels, blöden rennenden Bitch, die hinter mir her war. Strong people were, through torture and humiliation, turned into weak people, and the damaged soul was sent to Earth. For this purpose, prisons were built by the hands of the enslaved. Each of them wo could be called hin? Jetzt bau keine hell. Scheiße. Liegen über Leichenteile rum. Also das wäre mich schon schwer ekelhaft. Ich würde erstmal hinkotzen, wenn da über Leichenteile liegen. Und da zum Beispiel Durchfall an, auf dem Boden ist. Also das kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor. Sehr, sehr bekannt vor vom Trailer. Ja, das ist vom Trailer. Genauso mies wie in Erinnerung. Jetzt kommt da der Klumpen Scheiße, der auf dem Boden lang kriecht. In großen und kleiner Version. So, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr nicht, was jetzt kommt. Ich habe schon überhaupt keinen Bock von dem, was jetzt kommt. Hallo? Gut. Na gut, jetzt bin ich bewusstlos. Oh Scheiße, da kommen mir schon die Tränen. So, kann ich jetzt steuern? Ne, ich kann gar nichts. Wieso nicht? Warum das? Was ist denn jetzt? So. Ah, das ist der Fuzzi vom Anfang, der das Buch haben wollte. Unser Zauberbuch. My car's explosion was heard in the prisons. The Immortals. Es ist schon schwer ekelhaft, die Leichen in die Dusche zu stecken. Da gehören die nun mal nicht hin. Wenn die waschen willst, dann lappen. And they began the liquidation of the strongest and most dangerous prisoners. Some were lucky enough to die quickly, but some were not so fortunate. But some never seen this Dreieck. Ein Dreieck. Das ist auch bekannt als, ich weiß nicht, wie diese dreieckige Schokolade von damals hieß, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Dublon oder wie die hießen. Sieht fast genauso aus, nur leicht aus Metall. So, was nu? Okay, was ist das jetzt für ein Shit? Wie jetzt? Haben die ja tatsächlich Leuchten verbrannt? Leute in so ein Ding und abgefackelt. Wie krank sind die? I will be executed unless I can escape from here. Hey, da kommst du ja auch nicht raus. Nothing worse than sitting here day außer du hast Adamantium-Krallen. Waiting for death. I had better find her if I'm going to change anything. So, geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt wieder am Anfang. Waren das wir? Ja, durch. Wir haben den ersten Part geschafft. Den ersten Part. So, ich sag mal, der erste Part von Coma Mercury, den haben wir jetzt durch. Es war saugeil. Zweitens, es hat richtig Spannung gehabt. Du warst jederzeit voll in Adrenalin und du hattest Angst. Drittens, jetzt mit dem Dunklen war dieses Running Feature extrem mies gewesen. Und boah, ich freue mich jetzt, wenn der zweite Teil davon rauskommt und dann zocke ich ihn auf jeden Fall an. Also ich sag mal, macht's gut, euer Carwin. Ciao. Unfortunately, I had a chance was? To meet her. Warte, was? Da war jetzt wirklich was. Boah, ne, ich hab so ein scheiß Gefühl gerade.
so ein richtiges Fuck-off-Gefühl. Nein, nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Licht, nein, 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 Licht ist nicht gut, nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee.